Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen heute mal wieder zu einem wunderschönen Bug in FIFA 22. Ja, ich wollte gerade das Champions-League-Spiel Chelsea gegen den OSC Lille nachspielen. Dachte mir beim Einlauf, das sieht ein bisschen komisch aus. Also heute mal wieder komplett verbuggt, habe ich so auch noch nie gesehen. Also ihr seht schon, es fehlen ein bisschen die Farben. Also keine Ahnung, das sieht ein bisschen komisch aus. Wir spielen einfach mal ganz kurz an. Es ist unspielbar, meiner Meinung nach. Keine Ahnung, wo da der Farbtopf bei FIFA wieder geblieben ist. Die Hosen passen, aber der Rest ist irgendwie alles schwarz-weiß, farblos. Macht doch richtig Spaß, also werden wir gleich sehen. Wir können mal ganz kurz überspringen. Ja, das macht richtig Spaß. Geiles Spiel. Ich denke mir jedes Mal wieder, Leute, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute bei FIFA dahinter hocken. Ich weiß, es ist gerade ein Update rausgekommen. Das muss man natürlich ziehen, bevor man das Spiel spielt. Aber ganz ehrlich, testen die ihre Updates überhaupt oder denken sie sich einfach mal, wir ändern was im Code und schauen einfach mal, was rauskommt. Also das ist ja echt, also da fragt man sich schon manchmal, ob FIFA manchmal so eine Amateurmarke ist. Also wieder komplett verbuggt seit dem Update. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Ja, auf jeden Fall geil zu spielen. Mal schauen, ob wir ein Tor schaffen. Oh Gott, riesen Kuddelmuddel. So. Und das Witzige ist halt, man hat ja keine Ahnung, wo man gerade auf dem Spielfeld ist. So, und ab nach vorne. Also ich habe gar keine Ahnung, ob jetzt da gleich das Tor kommt. Jetzt kommt das Tor. Ach schade, leider abgelaufen. Aber Havertz nochmal. Okay. Ja, das wollte ich einfach mal zeigen. Momentan leider komplett unspielbar. Ihr seht es. Bug-Festival bei FIFA 22 ist mal wieder am Start. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis diese Bugs gefixt sind. Ich habe es jetzt schon 3-4 Mal probiert, Spiel neu gestartet und so weiter. Geht alles nicht. Naja, so ist es halt mal. Mal schauen, wann das Update kommt, damit es wieder klappt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit gewohntem FIFA 22 Gameplay. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.